Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Basteltown. Heute gibt es die Tool-News ein bisschen, weil ich habe ein bisschen neues Werkzeug und also das da hinten, der große Koffer von Bosch, der zählt nicht dazu, der kommt in einem anderen Video. Aber ich kann schon mal eins sagen, extra war Parallelanschlag. Dann wisst ihr ja, um was es geht. Ja, Säbelsägeblätter von Amboss und zwar mit Hartmetallzähne drauf, einmal Edelstahl und einmal für normalen Stahl, Carbide, also ich kann so viel sagen, wir sägen nachher mal eine Zugschiene durch, ist nicht so ein Stahlträger wie alle anderen durchsägen, wir sägen eine Zugschiene durch, ist ein bisschen mehr Material. So, ja. Und das Geilste heute, eine Weltneuheit von Bessie, also wieder ein neues Modell. Und zwar ist es der waagerecht Niederzugspanner Horizontal Fixture Clamp, auf Englisch. 750 Newtonmeter, 75 Kilo, wisst ihr Bescheid. Die Dinger sind geil und sehen auch noch geil aus. Was ich mir noch hab kommen lassen, also ich muss jetzt im Vorhinein sagen, das Zeug ist sozusagen selbst bezahlt, ne? Also dieser Mini-MFT, der ist auch geil, ich liebe den, also den wollte ich unbedingt haben, weil den hast du dann zu Hause, nicht in der Werkstatt, den habe ich zu Hause, weil riesen Dachterrasse jetzt und so. Da ist auch noch eine Menge dabei, zweimal Tenu-Zwingen, dann Spannhebel, ja, einmal nach unten, Niederspanner und einmal Vertikalspanner, wie heißt ihr? STC, Schubstangenspanner, okay, könnte man auch so sagen. Natürlich 20 mm. Habe ich hier schon mal hingeschraubt, denn die kann ich jetzt nämlich in meinen Tisch auch reinspannen. Habe ich Glück gehabt, dass ich mich für 20 mm entschieden habe. Viele denken sich jetzt wahrscheinlich, ich verlinke euch das Teil unten, wenn ihr den Preis seht. Könnte sein, euch zieht es die Fußnägel aus, weil billig ist es nicht, aber ihr habt hier fünfmal, also vier, fünf, einer verbaut sechsmal, diese 20 mm Adapter. Wenn ihr an euren Tisch unten dran kommt, könnt ihr das auch noch verschrauben, also so wie hier, rein, besser gesagt, an der Ecke und festschrauben. Warum ich den jetzt wollte, und zwar habe ich mir hier oben das Video, wenn ihr das anguckt, Teil 1 von 2, so ein stabile Böcke gebaut mit Querverbindung, da kommt dann noch eine Platte drauf, das steht dann auch auf der neuen Dachterrasse, so wie es aussieht, oder auf dem Balkon, habt da beides, und da kommt da ja dann fest installiert drauf, denn wenn ihr jetzt ein Brett sägen will, kann ich mir das locker easy hier schnell festspannen, anzeichnen und mit der Stichsäge zusägen oder schnell mit der Kappsäge schnell drüber. Da muss ich auch noch irgendwie eine kleinere Führungsschiene bauen für die Kappsäge. Mit einem Anschlag. Gut. Den Tisch, den bauen wir noch. Und da ist eine Menge Zubehör drin. Es hat mich echt dann begeistert, wenn ich den Preis sehe. Als erstes, da kriegst du einen Schock und dann, wenn du denkst, was alles dabei ist, passt das halt, die zwei Tenu-Zwingen. Was dann noch kam, die kennt ihr wahrscheinlich ein paar von euch, also wer Korpus-Zwingen hat, die sind jetzt nicht so verkehrt, die Türme. Aha. Denn, wenn ihr mal über Kreuz verleimt, wo ihr... Ich glaube, ich brauche da noch ein paar, wo ihr mehrere Zwingen, also über Kreuz leihen müsst, könnt ihr das nämlich einfach so machen. Ich glaube, ich brauche da echt noch ein paar. Also ihr könnt die Zwinge hier reinlegen und dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier drüben noch einen habt oder halt über Kreuz spannen müsst, legt ihr das hier rein. Das heißt, ihr kriegt es sauber über Kreuz gespannt und es wackelt und kippelt nicht, das Ding
steht dann stabil. Also die Teile pro Packung, 4 Stück. Ich glaube, ich brauche nochmal wahrscheinlich 4 Stück. Ja. 4 Stück werde ich mir, glaube ich, noch holen. Und so teuer sind sie gar nicht. Jo. Rahmenpressen-Set. Kommen wir aber zu dem neuen Produkt von Bessie. So. Einmal raus. Wir haben hier auch zum Festschrauben. Unten, wenn ihr unter euren MFT-Tisch kommt. Einmal hier und da natürlich. Wenn ihr so eine dicke Platte habt, müsst ihr euch halt so Sterngriffe machen. Mit längeren Gewindeschrauben, ne? Damit das auch passt. So, was ist an denen so geil? Geil ist erstmal gar nichts. Ich habe hier ziemlich stark abgerundet. Und wie ihr seht, hier hält das auf dem Tisch und ist nicht festgemacht, ne? Wenn ich das aber hier jetzt mache, habe ich dadurch, dass ich stark abgerundet habe, die Kanten ein Problem, weil das hebelt sich aus. Diese 3 mm Abrundung reichen schon, dass es sich selber aushebelt. Heißt, ich muss von unten gegenschrauben. Deswegen ist es ja cool, dass du die Dinger von unten festschrauben kannst. Also ist nichts verloren bei mir. Also falls man es jetzt vorher nicht gesehen hat, ich zeige es euch jetzt hier nochmal. Nicht, dass ihr sagt, ich laber Quark. Also festspannen. Und festspannen. Und das Ding hebt und ist auch ziemlich nieder. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade das beste Material dafür, das so festzuspannen, so arg. Aber man kann auch, also hier variierst du und dann gehst du hier hin. So hast du natürlich nichts festgespannt. Gehst du so hin, ist ein bisschen mehr. Okay. Und wenn du halt ganz dran gehst, hast du die 75 Kilo Druck. Aber da seht ihr, da verformt sich sogar der Koffer, das Holz, glaube ich. Weil das ist ja jetzt nicht so dick. Auf jeden Fall sind die Teile für MFT-Tische echt ein Must-Have, würde ich sagen. Also, was mich jetzt nur aufregt, ist, dass ich so blöd war und so stark angefasst habe. Man, abgerundet, besser gesagt, um genau zu sein. Naja, ist halt so jetzt, ne? Und wie ihr gesehen habt, die halten das Werkstück echt unten, außer jetzt auf meinem Tisch, das zählt nicht, aber auf der kleinen Bank schon mal unten gehalten. Der Tisch biegt halt ein bisschen durch, denke ich mal. Aber auf einer richtigen Werkbank kleben die Dinger echt unten fest und ja, coole Dinger. So. Ich habe das ja schon mal geschnitten mit diesem Edelstahlblatt, die Zugschiene. Da habe ich nicht drauf geachtet. Und jetzt habe ich ja die Force Steel. Heißt, die sind ganz anders verzahnt. Gröber, mehr Hohlraum dazwischen. Das ist für Edelstahl, ne? Also feinerer Schnitt. Und ja, jetzt nehmen wir die mal. Also so sieht ein Edelstahlblatt aus. Und was ich noch habe, ein anderes Blatt, da bin ich nicht weit gekommen, bei einem Stahlträger. Und da seht ihr hier schon die ausgerissenen Zähne. Also ja, schauen wir mal, wie wir jetzt eine Zugschiene zersägen. Ich kann euch aber schon mal eins sagen, ich werde das in Zeitraffer laufen lassen, also schnell Durchlauf, weil das dauert sonst zu lang. Hier habe ich schon einen Schnitt drin. Ich schneide es daneben. Das seht ihr dann später, dass das noch vorhanden ist. Nicht, dass hier jemand sagt, ich schneide ja schon ein vorgesägtes Stück.
Ja, also Zähne sind noch alle dran, aber ein paar Spitzen haben gelitten. Aber ist auch klar. Also Zugschienen werden mit einer Trennscheibe getrennt und einer großen Motorflex. Motortrennjäger nennen sie es. Aber das zeigt mir, also ein paar Stahlrohre, und zwar einige kannst du mit so einem Blatt sägen, im Gegensatz zu den alten Dingern. Also Sinn macht diese Sache schon. Da werde ich mir noch ein paar Mal holen fürs Geschäft und die da mal testen. Weil wenn die länger heben, klar, die sind ein bisschen teurer, aber die heben ja länger. Heißt weniger Verschleiß, also weniger Müll. Wobei, das geht ja eh wieder in der Stahl und wird eingeschmolzen. Aber schöne Späne haben wir hier. Das heißt für mich, ich habe jetzt zwei Briefbeschwerer, die ich noch irgendwie schleifen muss. Oder was auch immer ich draus mache. Mal sehen. So, ich habe jetzt Feierabend, ist ja der letzte Oktobertag. Ich glaube, ihr seht das Video sogar heute noch. Und ja, letzter Oktobertag, ja, Brückentag habe ich auch noch. Aufreger noch der Woche, muss ich euch kurz erzählen. Meine Freundin hat eine Wohnwand bestellt, die ist heute geliefert worden und auf den Kartons stand drauf, also nur Bilder, da war nichts geschrieben, bitte zu zweit tragen und hochkant wegen den Brettern, weil die so breit waren und sehr labil sind. Und die zwei Möbelpacker, wo die gebracht haben, hatten die hinten auf dem Rücken nach vorn gebeugt, heißt Paket schön durchgebogen. Ich kann euch ja mal Bilder einblenden, wie das dann aussieht. Und ich war tierisch angenervt, weil das hat jetzt genau gepasst, letztes Wochenende umgezogen und jetzt schon, also vorletztes Wochenende am Samstag und jetzt schon die neue Wohnwand da. Ja, wollte heute alles verkabeln, Fernseher aufhängen, Hintergrundbeleuchtung LED und tralala machen, alles im Kopf geplant und jetzt ist nichts draus geworden, weil zwei Menschen meinen, ja. Pakete zu tragen, wie sie Bock haben, nicht wie es auf der Verpackung steht. Hatte die auch schon mal sowas? Kommentiert mal. Total kaputte Möbel geliefert, nagelneu. Wir werden es jetzt austauschen lassen. Naja. Gut, dann sind wir heute durch. Ich hoffe, ich konnte euch was zeigen. Und Links zum Werkzeug, alles unten in der Videobeschreibung. Und ja. Kauft euch Möbel, die breitere Bretter haben. Ein Stichwort Möbel. Demnächst baue ich einen Schrank. Also, dann Daumen nach oben nicht vergessen. Kanal abonnieren, falls noch nicht. Gemacht. Und euch einen schönen 1. November. Ich bin raus und ciao.